Nein, verdammter Scharfschütze. Ich habe mich so gut reingeschlichen und habe nicht bedacht, dass hier Scharfschützen auf dem Dach sind. Aber ich habe jetzt einen kleinen Vorteil, mein Freund. Ich weiß, wo du steckst und von hier aus kann ich dir locker die Birne wegknallen. Ich muss nur noch auf meinen Flieger warten. Der dich ins Jenseits befördert. So wie den hier. Hier kommt die Erlösung, mein Freund. Jawoll, Genickschuss. Auf Wiedersehen. Gut. Ab nach unten. Okay. Wie wir vorher gesehen haben, sind da ganz schön viele. Deswegen gehen wir jetzt wahrscheinlich erstmal in Balens Büro. Das wird besser sein. Das kann ich weiter. Balens Büro ist dort drüben. Aber sicherlich sind hier noch mehr Scharfschützen postiert. Ich muss echt auf der Hut sein und mit dem Fernglas alles absuchen. Okay. 34 Meter. Mal ins Büro. Das Bier schmeckt nach Kamelpisse. So, so. Sind hier beide ums Eck. Drei Wachen. Das wird gar nicht einfach. Die eine Wache schaut die ganze Zeit zu der anderen. Toter Mann. Tschüss. Jetzt zu dir. Toter Mann! Ah, genau. Komm. Schau's dir an. Dass die alle umgelegt haben. Toter Mann. Und noch einer. Tschüss. Alle drei schön sauber leise erledigt. Das lobe ich mir. Und hier kriege ich sogar noch eine Belohnung. Okay. Balens Büro ist dort oben. Gut. Vielleicht kann ich meinen Schuss hinterher. Genau, vielleicht kann ich aus Balens Büro. Da kommt noch einer. Schön setzen. Einen nach dem anderen. Hoffentlich kommt er nicht hier rein. Oder ist er oben? Und er ist oben. Nein, da kommt er. Da ist er. Scheiße. Da ist auch einer. Besser nicht. Ich bin noch nicht entdeckt worden. Deswegen lassen wir das mal an. Perfekt. Niemand hier. Und ich bin im Wahlbüro. Leer. König. Schwarz, Weiß und ja, König. Die drei Musketiere. Ja, genau. Sind gar nicht begeistert, dass Valens Visage überall hängt. Oder von seiner Basis. Oh, einer von ihnen geht heute Nacht nach Berlin mit Valens wertvollem Notizbuch. Und wer wird das sein? Ich weiß nicht.
Hab nur mitbekommen, dass sie sich später treffen. Vielleicht um zu entscheiden, wer dem Führer das Notizbuch als Geschenk überreichen darf. Valens Notizbuch. Der Mann, der das Notizbuch gestohlen hat, hat sich verletzt. Dieser Mann ist mein Ziel. Gut. Alles klar. Schauen wir uns erstmal an. So viele, die wir töten können. Schön aus dem Fenster raus. Niemand zu sehen, gibt's doch nicht. Schön abwarten. Dann können wir uns da unten durchschleichen. Und los. Komm, hol ihn dir. Schön den Mund aufmachen. Zack. Hoffentlich hat's geschmeckt. Eine Leiche ist gelegt, aber ich kann niemanden mehr sehen. Hier habe ich eine optimale Stellung, aber ich kann niemanden mehr sehen. Vielleicht kann ich von hier irgendwelche... Hier muss ich also hin. Hinstellen. Das war's. Gut. Niemand hat was bemerkt. Alles klar. Dann gehen wir wieder runter. Wir müssen auf den Aussichtspunkt. Und wir müssen noch eine Kanone zerstören. Ich sollte verborgen und leise vorgehen. Was machen wir denn die ganze Zeit? Bye bye! Yeah. In sein erschrockenes Gesicht konnte ich direkt sehen. Steht doch hier irgendwo. Da drüben ist auch noch einer. Mist, ich sehe nicht mehr. Wo ist der? Schöner Herztreffer. Da drüben. Jetzt schleichen wir uns mal hier einfach durch. Leise. Hier sind auch noch welche drin. Aber die umschleichen wir mal gekonnt. Nehmen das hier mit, was es hier zu holen gibt. Und gehen weiter. Diese verfluchten Nazis denn? Sieht aus wie eine Ausgrabungsstätte oder sowas. Egal, uns interessiert nur Valens Notizbuch. Da oben ist er. Sind tatsächlich unter uns.
Naja, das soll mich nicht stören. Wie sieht's da drinnen aus? Wieder Munition. Marine-Munition. Wieso lagert Wahlen sie in der Wüste? Okay. So, ab nach oben. Von da oben kann ich wahrscheinlich den verletzten Soldaten finden. Und der hat dann das Notizbuch. Und los. Da ist er. Sie sind zu zweit. Korrigiere zu dritt. Und welcher von denen ist jetzt der Richtige? Verdammt. Einer von denen hat eine Verletzung, aber welcher? Der. Der hat einen Verband um den Arm. Der nicht und der auch nicht. Bingo. Ich habe das Ziel gefunden. Okay. Wir müssen den richtigen Offizier töten, um das Buch zu kriegen. Verdammt. Solange sie zusammen sind, kann ich sie nicht töten. Ja, wer von uns soll fahren? Ich werde fahren. Weiter so nur weiter. Richten Sie dem Führer aus, dass wir gemeinsame Sache gemacht haben. Selbstredend. Wir alle werden sein Tagebuch auf den Einbau. Balens Verrat? Information bleiben. Information bleiben. Balen will also den Führer verraten. Ich verstehe. Und seine Generäle wollen ihn verraten. Ein richtiges Verratespiel. Okay. Dann folge ich dem mal. Da drüben ist wieder eine Wache. Verdammt nochmal. Raucht seine Zigarette. Und tschüss. Zu spät gesehen, Freundchen. Okay. Der hat noch nichts bemerkt, der ist mit seiner Zigarette beschäftigt. Jetzt kann er im Jenseits damit beschäftigt sein. Das Notizbuch. Halte die Augen offen. Verdammt. Da drin also. Um die Ecke kommt einer. Oh oh. Information live. Offizier hat, was ich will. Also hole ich ihn mir jetzt. Gib mir das Buch, Arschloch. Keiner da. Gut. Her damit. Sehr schön, ja? Wahlens Tagebuch. Gute Fortschritte. Oh Mann. Ein verfluchter Panzer ist schon wieder auf dem Weg hierher. Ich muss aufpassen. Wenn ich abwarte, kann ich meine Schüsse maskieren. Ah ja. Am besten wir suchen einen höher gelegenen Punkt und überblicken mal die ganze Sache, wo dieser Panzer steht.
Leiter nach oben. Da drüben ist einer. Wen haben wir denn da? Ein Sniper. Kuckuck, da bin ich. Vollidiot. Okay. Da habe ich ja nochmal Glück gehabt, dass der mich nicht aufs Korn genommen hat. Verdammt, da ist der Panzer. Von hier aus kann ich vielleicht dem einen Soldaten die Birne wegschießen. Ich muss nur abwarten, bis wieder ein Flugzeug tief über mir fliegt. Komm schon. Jetzt! Falltreffer! Der ist tot. Die Frage ist, sind nur die zwei hier auf dem Platz? Oder sind es doch noch mehr? Kann ich eigentlich... Nee, die hat er automatisch drin, ne? Verdammt. Ich könnte Minen legen. Genau auf seiner Route. Das könnte klappen, aber ich brauche eine bessere Deckung. Da wo die Leiche liegt? Verdammt, jetzt hat er ihn entdeckt. Ich brauche ein Flugzeug. Komm schon, ich brauche ein Flugzeug. Gib mir ein Flugzeug. Und tschüss. Erwischt. Lungenherzschuss. Vorbei. Das war's. Der liegt jetzt mitten auf dem Weg vom Panzer. Der Panzer wird anhalten. 100 pro. Er wird seine Route nicht mehr fortsetzen. Oder? Finden wir es heraus. Ha, interessiert ihn gar nicht. Okay. Dumme KI. Schleichen wir uns mal an dem Panzer vorbei und legen ein paar Landminen. Mal schauen, wie sie ihnen gefallen. Gut, aber als erstes gehe ich hier hoch. Vielleicht entdecke ich noch irgendwo einen. Ich auch mal. Verdammt. Das war nicht direkt über mir. Aber es wäre ein schöner Schuss gewesen. Egal. Weiter. Ich bekomme noch meine Gelegenheit. Jetzt wieder abwarten. Vielleicht, wenn ich in die Mitte des Gebäudes komme, schaffe ich es eher, einen gut platzierten Schuss zu liefern. Komm schon, fahr weiter. Wo ich es aussehe, kann ich nur dort reinschießen. Versucht es besser mit diesen Landminen. Das klappt bestimmt. Okay. Wie sieht's da drüben aus? Es sind nur die zwei Offiziere. Da
keine Scherereien machen. Schön von oben an. Mal schauen, ob es klappt. Ich hoffe es. Fahr in dein Verderben, mein Freund. Komm. Zwei Stück. Nur für dich. Hol dir die Leckerlis. Jawoll. Das war's. Woo! Der war einmal. Verdammt. Da drüben kommt einer. Mal wieder neugierig. Bis aufs Blut, diese verdammten kleinen deutschen Wichser. Vorsicht! Vorsicht! Ich krieg's eine Kugel. Komm schon. Genau. Jetzt. Das war's. Gut. Dann weiter. Was habt ihr denn dabei? Da drüben ist noch einer. Wo kommen die denn plötzlich alle her? Shit. Ein Flugzeug bitte. Danke. Mist. Nur ein Streifschuss. Das war wieder echt scheiße. Aufgeweckte Kerlchen kommt jetzt sicher runter. Da ist er. Komm raus aus deinem Versteck. Nee. Komm schon raus. Versteck dich nicht. Zu spät. Ich bin weg. Beruhig dich wieder. Geh wieder auf deinen Posten. Guter Junge. Das wird jetzt diesmal kein Streifschuss. Der geht voll ins Schwarze. Hätte es schon viel früher sterben sollen. So wie es aussieht, muss ich raus. Gut. Dann verlassen wir mal die Stadt. Komme ich hier so einfach raus vielleicht? Nee. Ist nur ein Aussichtspunkt. Shit!
Draußen warten aber auch noch irgendwo welche. Vielleicht hätte ich doch besser da hochgehen sollen. Überall Scharfschützen. Und tschüss. Hättest dich besser tarnen sollen. Ich habe nämlich ein Auge auf dich geworfen. Er ist hier irgendwo. Wo seid ihr denn? Geht hier irgendwo ein Weg durch oder so? Keine Ahnung. Auf jeden Fall werde ich den Sniper jetzt auch noch los. Hab ich dich! Schluck die Kugel! Gut, gut. Wo steckt der Rest vom Fest? Bereit. Die Scharfschützen sind ausgeschaltet. Verschwinden wir von hier. Ich würde sagen, dann sind wir quitt. Nicht wahr? Wenn Sie das sagen. Gut. In letzter Sekunde haben Sie mich gerade noch gerettet. Yay! Wir sind Level 11. Durch die Explosion des Panzers sind wir Level 11 geworden. Yeah, nice! Haben auch einiges Zeug... Level 10, oder? Nee, Level 11 sind wir geworden. Ne? Ach, keine Ahnung. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, schade. Ich wollte noch die Flugabwehr alle zerstören, habe aber die letzte irgendwie nicht gefunden. Die war irgendwie hinter der Mauer oder so. Vielleicht hätte ich da anders irgendwie hinkommen sollen. Keine Ahnung wie. Schade, hätte ich gerne auch gemacht. Aber egal, vielleicht beim nächsten Mal. Gut, Freunde, dann sehen wir uns im nächsten Level. Macht's gut. Ciao.